Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem, The Arc Dragon and the Sword of Light mit Kapitel 20. Ja, das wird krass, denke ich. Aber wir sind ja auch krass drauf, nicht wahr? Ja, mitkommen sind Cain Arbel, Riff, Okuma, Merrick, Wendel, Banuto nicht. Den brauchen wir nicht mehr. Hadin. G-Org, Shida, Doga auch nicht, denn Doga kriegt in diesem Kapitel seinen Ersatz. Ja, Kashin kommt auch noch mit, Gordon kommt auch noch mit und ansonsten waren das alle eigentlich. Ich habe aber noch Einheiten frei, also kann ich noch welche mitnehmen. Ja, kann ich Doga meinetwegen noch mitnehmen. Ich meine, wir haben so viel Platz. Oder Alan, die soll echt auch nicht schlecht sein. Midia ist aber besser. Dann nehme ich noch Midia mit. Und Doga. Ich meine, wenn wir so viele Einheiten frei haben, können wir uns ja welche aussuchen. Dann geht's los. General Camus. General Camus. Ich wünschte, wir müssten nicht gegeneinander kämpfen. Ich bin mir sicher, dass du weißt, wie sinnlos das ist. Nina wünscht sich auch, dich zu sehen. Bitte, lasst eure Waffen fallen. Prinz Marv, es ist zu spät. Die Macht von Grunia hat sich mit der Kraft von Torua zusammengetan. Wenn ihr euch daran erinnert, also der Typ auf dem Bild ist ja General Camus. Und den haben wir schon mal in Kapitel 14 oder so gesehen. Da hat er schon mal gesagt, ja, bitte beschütze Nina. Wir werden uns später noch einmal sehen. Das ist jetzt der Fall. Okay, ich bin mir sicher, dass die Ritter von Grunia und ich ein V machen. Bis zum Ende. Ich weiß nicht, was V heißt, tut mir leid. Los, komm und kämpf gegen mich, um deinen Vater zu rächen. Camus, warte. Ich kann nicht zusehen, wie du gegen Prinz Marv kämpfst. Bitte, helft uns. Nein, leiht uns eure Stärke. Tut mir leid. Wenn ich es könnte, würde ich es ja tun. Aber ich kann... tatsächlich mal ein paar Wörter nachschauen. Das ist echt wichtig für die Story. Leo. Ah, please. Ich muss kurz nachschauen, was Abond heißt. Wie ist das Wort? Abandon, alles klar. Hey, das heißt Abandon auf Deutsch, cool. Ich weiß aber jetzt nicht, was Abandon heißt. Also, er will irgendwie nicht, also er kann nicht zusehen, wie sein Homeland, wie sein Heimatland zerstört wird. Prinzessin Nina. Auf Wiedersehen. Bitte, empfindet Fröhlichkeit. Alles klar. Schauen wir doch mal, wen haben wir hier? Oh, Generäle, zwei Stück. Und ganz viele Paladine. Und das ist wahrscheinlich General Camus. Ja, boah, 40 KP hat der Junge. Und Gradius hat er als Waffe. Das sind seine Werte. Level 14. Bei Level 14 ist er jetzt nicht so gut. Aber wäre auf jeden Fall nicht schlecht, denke ich mal. So, und der hier, Lovrenz. Ist auch eine richtig geile Einheit. Und den kriegen wir, wenn wir den mit Shida anreden. Ja, dürfen wir nicht vergessen. Ich dachte eigentlich, dass irgendwo am Anfang rumsteht. Und die haben alle Silberweapons schon wieder. Also das Kapitel wird echt hart. Und es kommen auch wieder Reinforcements. Also, hier kommen welche. Von the left.
Ja, hier kommen ganz, ganz viele. Und wir müssen unbedingt zum Village, weil da gibt es irgendwas Geiles. Okidoki, was haben wir denn noch? Ach genau, und wir haben hier die allerletzte Arena. Deswegen habe ich auch Gordon mitgenommen. Weil wir haben ja noch so einen geilen Orions-Dingen. Dann versuche ich den im Nachhinein auf Level 20 hoch zu leveln. Ja, das heißt Level 3 hat er schon, wow. Ja, versuche den auf Level 20 hoch zu leveln und dann direkt weiterzuentwickeln. Gut, ja, generell. Und wir haben auch wieder die Kollegen, jawohl. Diese Shooter. Boah, Defense 17. Und wie viel haben die? Wahrscheinlich auch sowas, ne? Ja, 15. 14, also ist echt krass. So, dann haben wir hier Media. Ach, sie hat gar kein Item, auch cool. Dann geht's mal kurz ins Lager und holt dir was. Storage. Ja, was willst du, Mann? Taken. Ja gut, es hat hier leider nicht allzu viel. Ich muss ihm leider das Silver Sword geben. Okay, bitte, noch was? Nee, ich hab nichts mehr. Tut mir leid. Gut, was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Erstmal ein Safe State, würde ich sagen. Kapitel 20, ey, voll krass. Überall nur diese Paladine. Alter. Voll übertrieben. Okay, sie haben ja beide Night-Dinger. Das heißt, sie dürften doch gar nicht so schlecht sein gegen die Paladine. Dann lasse ich tatsächlich die beiden gegen sie antreten. Wir haben Night-Equipped. Ich habe gelesen, dass die gegnerischen Paladine sind alle so Jagans. Von den Werten her. Also sind wohl gar nicht so mega gut. Trotzdem sind es halt weiterentwickelte Einheiten. Und die darf man... Muss man ernst sehen, ja. Doga, der ist gar nicht so der Verteidigungsbolzen, wie wir dachten. Verteidigung 14. Der hier hat auch 14. Also geht voll. Ich glaube, Shida hat auch relativ viel, ne? Auch 14. Ja, ja, Shida ist nicht schlecht. Ich würde ja gerne Shida die beiden Generäle da oben ausschalten, obwohl sie ist eh zu schwach wahrscheinlich, ne? Außerdem ist da noch dieser blöde Shooter. Na gut, Doga kommt auch mal mit nach vorne. Der soll aber eigentlich nur die Generäle ausschalten, ja? Er hat ja nichts zu tun. Er kann einfach mal das Ding ausrüsten. Falls er von den Paladinen angegriffen wird, kann er da gleich welche umnieten. So, dann müssen wir schauen, dass wir... Genau, es gibt noch drei Promotion-Items, die wir kriegen können. Eins in Kapitel 21, das ist danach das Teil für Hardin. Danach das Ding für Merrick kriegen wir in Kapitel 23 leider erst. Und das Ding für Shida kriegen wir erst in Kapitel 22. Also dauert noch ein bisschen, bis die Einheiten da alle weiterentwickelt sind. Aber nach Kapitel 23 bzw. Anfang Kapitel 24 werden sie alle weiterentwickelt sein. So, und Chiki oder Tiki auf Deutsch soll ja echt ziemlich stark sein. Dann würde ich sagen, geht sie auch mal mit nach vorne. Genau, zur Not haben wir hier auch noch Marv mit dem Raphir. Kann der auch richtig schön abräumen. Weil, ihr wisst ja, die Pferdchen sind gegen Raphire so ein bisschen im Nachteil. Sollten sie zumindest. Ob sie es dann wirklich sind, das sehen wir erstmal. Ja, Shida kann leider nicht allzu viel machen, weil die da oben sind halt schon ein bisschen stark. Gut, ja, jetzt kommt wieder ein schwieriges Kapitel. Das ist ja auch schön, wenn man wieder ein bisschen gefordert wird. Muss ja so sein. So, danach kommt Georg. Dann hätten wir zwei Sniper. Das wäre doch cool, ja? Also ich hoffe echt, ich muss aufpassen, dass mir Gordon nicht wegstirbt. Weil wäre schon cool, wenn wir zwei Sniper hätten. Ich meine, der Defense 7 ist jetzt auch nicht ganz schlecht mit Level 3. Also der wird auch noch ganz schön gut werden, glaube ich. So, wen haben wir hier? Wendel, genau. Ja, ich weiß leider nicht, wie viele Reinforcements kommen. Ich weiß aber, dass welche kommen. Und zwar, dass welche von links kommen, das weiß ich schon. Also hier werden wohl noch ganz viele Reinforcements kommen.
Und da haben sie angeraten, diesen geilen General hier dagegen einzusetzen. Der hat übrigens als Wertung 10 von 10. Also der soll echt ziemlich nice sein. Ich finde, seine Werte sehen jetzt gar nicht so überragend gut aus, aber na gut, wenn der Walkthrough meint, dass das so mega nice ist, dann glaube ich den einfach mal. Die werden schon wissen, was sie tun. Ende. So, was kommt jetzt? Die Generäle eventuell. Mal schauen. Okay, die gehen direkt übers Feld. Mhm. Okay, jetzt kommen die ersten Paladine. Wir müssen uns aber in den Wald stellen und nicht die, weil sonst weichen die leider ein bisschen aus. Ja, seht ihr, jetzt ist der erste schon im Wald drin, ne? Also die blöden Chila hier. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben es fast nur noch mit weiterentwickelten Einheiten zu tun. Also echt krass. Okay, dieser Larenz haut ab. Den will ich aber auf jeden Fall haben. Den brauche ich. Der ist echt wichtig. Weil das ist ja nach der Duga quasi der neue. Weil der ist echt so eine Verteidigungsbombe. Und der ist der einzige General, den man überhaupt kriegt. Hm, da versuche ich mal, dass Shida irgendwie... Ja, unten rum so vor sich vorbeischleicht und zu dem Larenz vorgeht. Ob das klappt, werden wir sehen. Ja, sie muss unten lang. Machen wir erstmal selbst. Also ich schaue erstmal, vielleicht, wenn der Typ nicht weiter abhaut. Danach kann ich auch chillen, aber wenn er nicht abhaut. Wenn er abhaut, so gesehen, dann muss ich was dagegen machen. So, was machen wir jetzt gegen die Freunde hier? Kommt irgendein Bogenschütze schon davor? Kashim nicht. Merrick, Georg? Auch nicht. Mhm. Aber Merrick. Ja, ich muss ja auf jeden Fall ein, zwei ausschalten. Wenn ich so zwei oder drei ausschalte, wäre das schon ziemlich nice, muss ich sagen. Sie kann doch eigentlich mit Tyrone einen komplett umbringen. Hoppla, ich habe falsch. Weil Tyrone ist echt eine sehr starke Attacke. Ein Zauber, der echt was auf dem Kasten hat. Vor allem, weil er echt immer zu 100% trifft. Ja. Lohnt sich. Ja, nice. So, jetzt könnte irgendjemand abstauben. Hm, hat ihn. Mach du das doch mal. Ja, ich schau noch kurz. Er könnte... Hat doch so einen Langspeer, oder? Javelins, genau. Ich weiß, er wird den anderen Ritter nicht umbringen, aber damit steht er halt im Wald. Und da sollte er den anderen Rittermeister angreifen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, da weicht natürlich aus. Ah, er müsste eigentlich schon zweimal treffen. Müsste er eigentlich schon, also wäre schon ziemlich nützlich. Genau, perfekt. Perfekt. Das heißt, die ersten beiden sind quasi schon tot, wenn man so will. Ja, es kommt halt leider noch keiner so wirklich hin, das ist ein bisschen doof. Gut, Marv kommt hin. Dann Hadin kann schon mal den ersten ausschalten. Von so einem Ding hier, das reicht. Mhm, zack. Ja, noch zwei Leben. Sollte eigentlich easy funktionieren. Ja, aber Hadin sollte nicht angegriffen werden. Ich muss ja echt ein bisschen vorsichtig sein. Man muss treffen. Sehr schön. Okay, dafür gibt es 48 XP und er erreicht Level 19 schon. Ein Power, ein Speed, ein Luck, ein Defense. Wunderbar. Ja, Hadin ist auch nice. Ja? Er ist, glaube ich, aber nicht so gut wie die anderen Ritter. Aber trotzdem eine sehr gute Einheit. So, der hat jetzt noch 12 Leben. Damit sollte Kane den Typen besiegen können. Attack, ja, mit der... Ritter, mit dem Rittertod sollte das eigentlich funktionieren. Oder? Los.
Zeig uns, was du drauf hast. Ja, schön. Oh, oh, ich mache gar nicht so viel Schaden. Das ist ja komisch. Interessant, wieso mache ich denn nur so wenig Schaden? Ich müsste ihn 12 Schaden auf einmal abziehen. Das geht doch eigentlich, oder? Ja, also die Silberlanze ist stärker als der Rittertod. Verwundert mich gerade. Normalerweise ist der Rittertod eigentlich so mit die stärkste Waffe. Level 3, Waffenlevel, Luck, HP. Ja gut, er kann eigentlich... Sie werden höchstwahrscheinlich eh Marv angreifen, da bin ich mir sehr sicher. Das können sie aber eigentlich machen, ich habe nichts dagegen. Aber wie ihr wisst, ist Marv sehr stark mit Seraph 4. Milia, du kannst mal schauen. Ich stelle sie erstmal hier hin, dass Merrick nicht angegriffen werden kann von den Rittermeistern. Weil sie wird höchstwahrscheinlich nicht aushalten. So, ach so, da ist... Ich wollte eigentlich nach oben gehen und jetzt die Typen da oben umbringen, aber die Brücke ist ja zu. Das heißt, ich müsste jetzt quasi... Ah, ich kann gar nicht. Okay, ich kann nicht nach oben, ja. Gut, habe ich das jetzt bemerkt? Tut mir leid. Ich habe mich gewundert, warum ich da nicht lang kann. Ich könnte mit jemandem schauen, ob eine Doorbridge frei ist. Das kannst du ja mal machen. Nee, schon in zum Lager hin. Ach, er kommt gar nicht hin. Na gut. Dann im nächsten Zug schauen wir mal, ob wir eine Doorbridge haben. Also das heißt Doorbridge, aber halt ein... Ja, so ein Schlüssel, um dann halt in die Tür reinzugehen, das meine ich damit, ne? So, können die Schützen mal näher kommen, die brauche ich nämlich auf jeden Fall. Die sollen nämlich richtig abgehen und diese Kacktypen da umbringen, ja? Die waren jetzt zu weit weg, aber jetzt kommen sie immer näher hier und dann geht's ab. Ich glaube, nur das letzte Kapitel hat eine andere Musik. Aber das letzte Kapitel, da will ich eh was Specialhaftes mitmachen, von daher ist die Musik da egal. Okay, dann schauen wir mal, was macht ihr, ihr lieben Gegnerchen? Okay, die Rittermeister kommen näher. Aber bis die da sind, ja, der greift Marv an, ich dachte es mir, war klar. Bis die Rittermeister da sind, bin ich locker fertig mit denen. Ja, macht schon einiges an Schaden. Ich aber auch. Ich ziehe die richtig ab. Muss man ja mal sagen. Ich mache gerade nochmal einen Safe State, weil der mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit doch getroffen hat. Falls ich abkratzen sollte. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Jetzt kommt der andere, der wird auch noch sterben. Aber falls mich diese blöden Shooter dann umbringen, ne? Ja, der trifft jetzt auch nochmal. Das Gute ist halt, Raffiere kann man immer nachkaufen. Also das ist gar kein Problem. So, Black Knight died. Der Dieb, für den müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Okay, Camos will tatsächlich abhauen, das ist aber nicht so nett. Nicht Camos, sondern der andere Typ. Achso, die Shooter kommen gar nicht so weit, ne? Ja, das sind voll die Lappen. Okay, jetzt zieht man wahrscheinlich ein bisschen was ab. Aber Shooter sind eigentlich echt relativ schwache Einheiten, ne? Was willst du denn, Junge? Ja, 5 Schaden machst du. Ist ja lappenhaft. Gut, Shida muss echt weiter nach vorne, um diesen Leverance-Typ da aufzuhalten. Oder Leverance, oder wie der heißt. Ich weiß auch noch nicht gerade, wie man so schnell da hinten hinkommen soll. Ich meine, der ist ja fast am Ende schon. Das ist doch der, oder? Das ist der gar nicht. Doch, ist der. Ich meine, ich brauche schon noch ein bisschen, bis ich bei dem bin. Also mal schauen, wie die sich das da genau vorstellen. Gut, wir können schon mal nach vorne gehen eigentlich, ganz easy. Ich werde mir noch so einen Typen hier vornehmen. Ja, komm mal her hier. Nee, nicht so low. Thunder reicht vollkommen. Thunder reicht.
Ich will ihn ja nur schwächen. Und vielleicht kann Hadin oder so jemand den danach komplett umlegen. Ja. Stimmt, Hadin, ja. Du bist auch gar nicht so schlecht, hoffe ich doch. So, was nehmen wir denn? Ja, weil die echt viel Verteidigung haben, werde ich mal eine Silberlanze nehmen. Weil die Kerle sind echt nicht ganz ohne. Zumindest was ihre Verteidigung angeht, haben die echt viel. Aber Speed bin ich auf jeden Fall schneller als die, von daher sollte das gar kein Problem sein. Ja, der erste ist down. Wunderbar, Hadin. 42 XP gibt's dafür. Und den zweiten kann Wendel vorschwächen. Kurz noch ein Safe State. So, mit Trees bitte. Und auf geht's. Schlitz. Achso, der kann angreifen. Boah, zum Glück bin ich ausgewichen. Ich erreiche Level 14. Mit Skill und einem HP wird das gefeiert. Okay, welcher Paladin hatte fast... Okay, der hatte XP 17. Das heißt, er mit... Ah, genau. Wenn er ihn tötet, sollte er ein neues Level abbekommen. Mit einem Silberschwert, ja. Also, wir haben ja gesehen, die halten echt ein bisschen was aus. Mit Verteidigung 17 oder wie viel die haben. Ist halt schon brutal. Aber er sollte auf jeden Fall sterben, denke ich doch. Ja, 100% wahrscheinlich, Trefferwahrscheinlichkeit. Nice. Okay, dann wären wir dieses Problem schon mal los. So, dafür gibt es auch ein neues Level. Ein Skill, ein HP. Okay. Okay, so, Kayn. Ja, ihr geht alle schon mal nach vorne. Stell dich mal schön in den Wald hier rein. So, Marv sieht danach zu, dass er bald zum Dorf geht. Aber zuerst mal kriegt er eine kleine Heilung. Wie viele Leben fehlen ihm denn? Okay, er muss 26 Leben geheilt bekommen. Das heißt, es ist Zeit für Recover. Brrr, 26 HP restored. Ich weiß, Leute, der Part ist eigentlich schon so gut wie vorbei. Ich sehe das, ja. Aber ich mache noch den Zug hier zu Ende vom Spieler. Was kann ich taken? Irgendwas Geiles? Nee, Dor brauche ich nicht. Ich brauche eine Bridge. Habe ich überhaupt eine? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nee, habe ich auch nicht. Okay. Dann lassen wir das mal... ja, dann lasse ich das mal so. Genau, da oben hat es auch noch ein paar Läden und so. Also das sollte eigentlich gut funktionieren. Ja, bisher sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus für uns. Aber glaubt mir, das wird nicht lange mehr so bleiben. Denn ich muss schauen, dass ich den Camus anspreche. Ich muss schauen, dass... Ja, wie es mit den Einheiten wird, die nachkommen. Und es kommen welche nach. Und zwar nicht wenig. Also das wird noch lustig. Was gibt's noch so? Ja, die Einheiten, die nachkommen. Also wie immer, der erste Part ist eigentlich relativ gechillt. Ja, wir haben jetzt den paar Rittermeister schon umgebracht. Aber das war's halt auch, ne? Also müssen wir immer zusehen, dass wir hier gut bleiben. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir noch ganz kurz, was der Gegner macht. Danach geht es im nächsten Part weiter. So, noch ganz kurz ein Safe State, falls der Gegner, falls ich irgendwie ausweichen muss mit jemandem. Ende. So, der Enemy ist dran. Was macht der Junge? Ja, der schickt seine Ritter da. Okay. Das heißt, die dürfen wir im nächsten Part erledigen. Und der Dieb kommt an. Und Camus geht weiter. Nein. Ich meine, ich kenne es, sondern Leverance. Ich brauche ihn. Der heilt Gegner, obwohl keiner verletzt wurde. Okay. Ja, ob wir jetzt zu Leverance vorkommen. Wir müssen zu ihm vorkommen, ansonsten
Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Wir müssen es schaffen. Ansonsten muss ich resetten und es so lange versuchen. Ich brauche den. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Beim nächsten Mal geht's weiter hier in Kapitel Nummer 20. Ciao.